Hallo und herzlich willkommen bei Relaxing Sounds. Heute habe ich das Märchen Die Reise zum Sternental für dich. Leg dich hin, entspann dich und schließe die Augen. Es war einmal in einem kleinen Dorf, umgeben von dichten Wäldern und sanften Hügeln, eine junge Frau namens Elara. Sie war bekannt für ihre lebhafte Fantasie und ihre Liebe zu Geschichten über ferne Länder und Abenteuer. Eines Abends, als der Himmel in den schönsten Farben des Sonnenuntergangs leuchtete, saß Elara am Ufer eines kleinen Bachs und träumte von den Sternen am Himmel. Oh, wie schön es wohl wäre, die Sterne von Namen zu betrachten und ihre Geheimnisse zu entdecken. Plötzlich hörte Elara eine sanfte Melodie im Wind, die sie zu einem nahegelegenen Wald lockte. Neugierig folgte sie dem Klang und entdeckte einen alten, weisen Fuchs, der unter einem Sternenbaum saß. »Guten Abend, Elara. Ich habe gehört, dass du von den Sternen träumst.« »Ja, das stimmt, aber wie konntest du das wissen?« »Die Sterne kennen die Träume aller, die nach ihnen streben. Doch nur wenige wagen es, ihre Reise anzutreten.« Der Fuchs erklärte Elara, dass es einen geheimnisvollen Ort namens Sternental gab, an dem die Sterne zum Greifen nahe waren und Träume wahr werden ließen. Doch um dorthin zu gelangen, musste Elara eine gefährliche Reise durch den Wald antreten. »Ich werde diese Reise antreten und das Sternental finden. Es ist mein größter Wunsch.« Der Fuchs nickte zustimmend und führte Elara zu einem magischen Tor, das den Weg zum Sternental markierte. Mit einem festen Entschluss trat Elara durch das Tor und begann ihre Reise. Der Weg durch den Wald war voller Herausforderungen und Prüfungen. Elara musste sich gegen wilde Tiere und unheimliche Gestalten verteidigen, doch sie gab niemals auf. Schließlich erreichte Elara das Sterntal, ein wunderschönes Tal, das von funkelnden Sternen erleuchtet wurde. Ein Gefühl von Glück und Frieden umhüllte sie, als sie die Sterne über sich betrachtete. »Oh, wie wunderschön! Ich habe es geschafft!« Plötzlich erschien eine alte Sternfee von Elara, deren Augen so hell leuchteten wie die Sterne selbst. »Herzlichen Glückwunsch, Elara! Du hast den Weg zum Sternental gefunden. Nun darfst du dir einen Wunsch von den Sternen erfüllen. Ich wünsche mir Frieden und Glück für alle Menschen in meinem Dorf und auf der ganzen Welt.« Die Sternfee lächelte und streute funkelnden Sternstaub über das Tal. Sofort fühlte Elara, wie sich ein warmes Gefühl von Liebe und Harmonie ausbreitete. Als Elara das Sternental verließ, fühlte sie sich erfüllt von Freude und Dankbarkeit. Sie kehrte in ihr Dorf zurück und erzählte allen von ihrer wunderbaren Reise und ihrem Wunsch für eine bessere Welt. Und so lebte Elara glücklich und zufrieden, umgeben von den Erinnerungen an ihre magische Reise zum Sternental. Ich hoffe, diese kleine Gute-Nacht-Geschichte hat dir gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, schlaf gut.